ist natürlich vor dem Umbau. Die Fernsehsendung, die hier entsteht, wie Green Room und so weiter, die ist gestaltet worden, wurde gezeigt. Aber es geht jetzt hier um Fragen, die gestellt wurden und einer Antwort bedarf. Also, das wird hier alles noch. Das soll ja erst im Jahre 2027 enden. Beginnt ja jetzt erst und noch haben wir April. Also ab 1. Mai ist der 4. in Sicht und der 4.5. wird gefeiert hier. Und der 25.5. und das ab sofort jedes Jahr. Also der gesamte Mai, vom 1. bis zum letzten Tag des Mais, wird hier einiges stattfinden. Jedes Jahr. Eine Sendung über Figuren, Neuheiten, über die Celebration, die ja meistens im April schon ist. Nun, 2018 ist keine und somit muss ich mir als Ideenmacher da mir was einfallen lassen, dass wir da irgendwie was auf den Weg bringen mit Star Wars. So, wenn es klappt mit dieser Base hier, die jeden Samstag jetzt offen hat, den gesamten Mai ist diese Base offen von 10 bis 14 Uhr, länger nicht, vielleicht auch kürzer. Und hier darf dann jeden Samstag jeder Fan sich austauschen vor laufender Kamera. Wir machen eine Sendung und also vorher ist der normale Betrieb hier und jeder kann und wer Lust hat, kann dann nach 14 Uhr hier bis ja, Ende offen hier dann in der Sendung mitmachen, die dann wie gesagt jedes Jahr am Wochenende stattfindet, den ganzen Mai lang. Und dann ist wieder für ein Jahr Ruhe und dann kommen solche Mini-Clips, wenn sie kommen. Ja, wie gesagt, es wird hier alles noch umgebaut. Star Wars Fan to Fanbase. Ja, wir sind jetzt leider keine Verrückten. Die Verrückten haben auch eine Gruppe, die sind über 20.000. Hier sind ein bisschen seriös, wir haben unser Alter. Wir sehen das alles bedachter. Wir kommen aus der Zeit, 77, wir waren selber involviert und wir begleiten es jetzt mittlerweile 40 Jahre, beziehungsweise Star Wars begleitet unser Leben. Nicht wir begleiten Star Wars. So, in unserem Alter ist es alles ein bisschen bedachter. Wir suchen uns auch nur Exponate aus, die uns persönlich gefallen. Das ist bei mir genauso. Die mit den meisten, die da gesprochen, sind richtig bildende Künstler, die auch ihre Fanart, also selber umsetzen, das, was sie gesehen haben. Dann die Kostümvereine, die das umsetzen. Aber 100% Star Wars bin ich. Ich habe nichts anderes, das andere interessiert mich nicht so am Rande. Natürlich habe ich auch quer Sachen wie Marvel, also die gesamte Marvel-Geschichte, sagen wir mal so, Disney. Nun, auf Mickey Mouse stehe ich jetzt nicht so, auch als Kind nicht. Habe auch kein Donald Duck Buch gelesen oder Mickey Mouse Buch gelesen. War so nicht meine Welt mit diesen komischen Sprechblasen. So, Erfolg. Okay, ich denke mir jetzt nicht, dass hier mit Erfolg erzielt wird. Tut mir leid, das ist jetzt so meine Meinung. Erfolg haben nur die Verrückten und die Bekloppten, das ist so. Die Welt ist halt bekloppt und verrückt geworden. Und nur wer richtig schön bekloppt ist und wer den anderen so richtig über den Löffel barbieren kann, der hat mehr vom Leben. So wir Normalen, die im Schatten leben und uns das Helle des Tages ansehen, uns interessiert das nicht so. Mir geht es genauso. Ich bin zwar wirklich 100% und ich mache das auch 100% und ich nutze jede Sekunde, jede Minute freie, um da irgendwas zu machen, es gut zu machen, sehenswert zu machen, einen Spannungsbogen zu setzen und dann hoffen, dass es einem gefallen hat. So, wie gesagt, aus Amerika gibt es sehr viel Zuspruch, weil auch einige Amerikaner Deutsch verstehen. Sie mögen die Sendung, sie mögen das und sie mögen natürlich Star Wars 100%, weil die sind an der Quelle. Die Amerikaner sind an der Quelle und die können sich da richtig was leisten und die leisten sich auch richtig was. Sie können Autos fahren, mitten auf der Straße, ohne TÜV, so ein Darth Vader Auto oder, na, ihr wisst schon, die dürfen, die können. Und die machen auch. Und die haben auch, wie gesagt, demnächst in Florida den Star Wars Resort. Also die bekommen da eine richtig gute Sache. Und 2019 wird das gute Stück eröffnet in einer Wahnsinn-Celebration. So viel ist schon durchgesickert. Ein amerikanisches Produkt, ein amerikanischer Film, der sich selbstständig gemacht hat. Ein Film, wo jeder Künstler 1977 gesagt hat, was soll das sein? Es ist richtig,
Es war ja auch das Original, also man hat das Original gesehen mit diesen Elektrostäben da, die da am Leuchten waren. Dann die Sachen, die dort und dann immer das Wort Nein. So, und ich fühle mich mittlerweile wie George Lucas, ich mache auch alles alleine. Und wie gesagt, ich gründe hier den Verein, ich gründe hier die Base, ich gründe den Club im Namen von Star Wars Fan. Also wie gesagt, hat keinen Kommerz, es geht hier nicht um Warenverkauf, das machen andere und die machen es besser. Hier geht es wie gesagt nur um die Unterhaltung. Hier geht es um soziale Aspekte des Treffens, des sich auseinandersetzend und miteinander Spaß zu haben in einem sogenannten Vier-Augen-Gespräch. Das Ziel 2027 ist halt, dass alle Fans, ja, alle Fans, ob man verrückt oder nicht, also alle Star Wars Fans von A bis Z, dann in einer sogenannten Convention, einer Fan-Convention, wo Fans, ja, miteinander und für Fans sich austauschen, die Fans, die dann auf der Bühne sitzen und zeigen, was sie können. Es gibt so viele Fans, die eigene Clips gemacht haben, darüber kann man dann sprechen, diese Clips kann man dann zeigen, diese Clips kann man vorbereiten. Also bis 2027 hat jeder Zeit irgendwie Wahnsinns-Kostüm-Clip zu machen, der dann 2027 vorgestellt wird, der dann prämiert wird und so weiter. So ein richtig, ne? Na gut, darum, 10 Jahre. Also die Leute werden jetzt gesammelt und wenn genügend zusammen sind, dass auch welche abspringen können, ohne das zu gefährden, dann, ja, schätzungsweise, also wie gesagt, die Verrückten, die es auch bei Facebook gibt, die nennen sich so, die Star Wars Verrückten, die haben über 20.000, die könnten sowas natürlich sofort machen und dann hätten die dann auch alle Mann. So, unser einer, der etwas seriös das Ganze machen möchte, eine richtige TV-Sendung, eine richtige Fanbase für Fans, also wo hier Fans wirklich sich austauschen können, wo sie dann auch ihre Sachen verkaufen können, aber nur im Mai. Im Mai kann man hier Ware an- und verkaufen und selber anbieten und am Wochenende, wie gesagt, kann man dann hier sich austauschen, vor laufender Kamera mitmachen, so ist das gedacht. So, jetzt haben wir noch immer noch April, die letzte Woche und das ist die letzte Convention gewesen, wo 70.000 in Florida sich das angesehen haben im Jahre 2017. 40 Jahre ist nun Star Wars. 40 Jahre wird am 25.05.2017 gefeiert werden. Und wie gesagt, hier startet das dann auch mit Rogue One und Episode 4 zusammen. Und da können wir uns auch drüber unterhalten, weil wir auch ein Kino bis zu 1600 Platz, also zwei Stück sogar, einmal 900 und einmal bis zu 1600, das sind also zwei verschiedene. Im Notfall könnte man auch noch einen kleineren Sitz Kino, aber wenn dann richtig mit 9:1 Dolby und 3D und so weiter, wenn richtig, dann in voller Kostüm, mit voller Party, mit allem drum und dran, wer sich noch an das 1999 erinnert, wurde richtig gemacht, es waren zwar nur 500, mehr passten da in diesen Raum nicht rein, aber wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben und jetzt wird sich auch wieder sehr viel Mühe gegeben, dass am 25.05. so richtig hier was abgeht und jedes Jahr und den ganzen Mai und wir freuen uns auf die Celebration 2019 über die Übertragung live. Wir mögen The Star Wars Show aus Orlando, aus dem Skywalker Ranch und so weiter. Also wir mögen Star Wars von A bis Z. So, ja, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass viele Fragen jetzt hier beantwortet wurden. Das ist wirklich nur für Fans, von Fans, für Fans. Nichts anderes. Hier ist kein Verkauf, hier ist kein Kommerz. Hier steckt auch keine große Firma dahinter, die das Ganze trägt. Nein, hier wird alles von den Fans getragen, ob das Vereine sind, Figurensammler. Es sind alles normale Bürger, die normaler Arbeit nachgehen. Auch ich gehe meiner normalen Arbeit nach, nur habe ich das große Vergnügen, dass das hier nun mal eine Medien- und Copyhaus ist und somit Star Wars, wie gesagt, auch dargeboten werden kann. Mittlerweile sind die Kunden zwar auf ganz andere, aber solche Figuren möchte ich mir jetzt wirklich hier nicht reinstellen.
kann ich natürlich versuchen zu besorgen, aber ist, also wir sind hier kein Figurenladen, wir sind hier auch keine Figurenbase, wir verkaufen keine Figuren. Das ist halt, wie gesagt, entstanden durch eine Sendung. Eine Sendung über Krieg der Sterne 1977 und das hatte sich dann entwickelt nochmal 1999. Und jetzt, nach 2012, ist das so als Spaß zu sehen und auch zu betrachten. Hier hat jeder Spaß von A bis Z. Hier gibt es keinen Zwang, hier gibt es auch keine Gebühren. Wir sind ein total lockerer Haufen, der aber, wie gesagt, nicht verrückt ist, sondern aus dem Geschäftsbereich. Und im Geschäftsbereich, da benimmt man sich halt ein bisschen konservativ. Na, aber nicht zu viel. Wir sind immer noch Kinder und wir bleiben Kinder und wir haben unheimlich viel Spaß. Und diesen Spaß will diese Sendung euch überbringen, den Funken bringen. Vielleicht zündet er. Wenn nicht, haben wir eben Spaß. Das ist auch was. Jemand hat Spaß. Auf jeden Fall. Weil er Spaß macht und Spaß bringen soll. Spaß. Nichts anderes. Wir jagen jetzt nicht hinter Figuren her, um da... Ne? Also es gibt sehr viele, die auf Flohmärkten die Figuren für 50 Cent einem Kind abkaufen, sich dann zu Hause hinsetzen, die Figuren dann nochmal bemalen und alles und dann für 89 Euro verkaufen. Ja, die gibt es auch. Aber das sind wir nicht. Wir sind es nicht. Nein, wir bleiben, wie wir sind. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen Freude haben am Herstellen, am Produzieren. Ja, aus dem Beruf ein bisschen Hobby machen und ihr seid dazu herzlich eingeladen, jeder einzelne von euch. Also lasst euch sehen oder schaut die Sendung. Viel Spaß dabei. Beinahe die wichtigste Frage verpennt, natürlich. Also wir sind das Mini-Studio, also Mini-Stopp-Studio. Das heißt also, man kann kurz stoppen rein. Passbilder, normale Bilder auch für die ganzen Cosplayer, werden hier Kostümbilder gemacht, also Schauspieler brauchen E-Casting und sowas. Wir sind so eine Art Ministudio, so eine Art Stop-Motion. Das heißt also, Mensch, ich brauche da noch ein Bild. Richtig, einfach reinkommen, dann wird das Bild gemacht. Natürlich, wer jetzt in 100 Kilometer Entfernung wohnt, kommt natürlich jetzt nicht hier vorbei, um ganz schnell irgendwelche Bewerbungsbilder, Passfotos oder Step-Motion-Bilder zu gebrauchen. Schauspieler, ja. Schauspieler kommen in einem Radius von 100 Kilometern, um hier ihre E-Castings bzw. auch ihre Showreels gemacht zu bekommen. So, das ist eine junge Dame aus RTL, aus diesem Blaulichtrevier und Spezialisten und wie das alles heißt, aus den Serien sich hier bereit erklärt hatte, mal kurz vor der Kamera zu sitzen und zu sprechen, damit ihr seht, dass auch solche Damen und Herren, Künstler aus allen Sparten hier sind. Ihr habt auch einmal den DJ Valdez aus Malaysia, ne? Der war auch mal hier und da mussten wir auch, da er hatte nichts dagegen, er fand das toll und war the first award in England und macht halt Musik und für ihn haben wir dann halt Musikclips gemacht und das alles und auch seine DVDs fertig gemacht und somit war auch er mal hier in dieser Sendung vertreten. So, das ist YouTube-Kanal, das ist Selfie, es hat sich ja nun mal so entwickelt. 1995 sah das alles ein bisschen anders aus, man war da noch immer noch seriös vom Fernsehen, vom Theater und man versuchte da irgendwas zu machen, bis man dann irgendwann festgestellt hat, weit nach 2000 kommt das Laufen und somit wurden dann auch die Sender UPROM TV 19,2 Astra Digital eingestellt. Natürlich 6,8 Millionen Zuschauer und auch die YouTuber, die es heute nur noch gibt. Ja, früher Sevenloader, Kiwego, Dailymotion und UDE Community und diverse andere. Also man konnte vieles machen, auch viele Künstler. Ach, das war eine riesengroße Community, die Spaß gemacht hat. Heute ist es natürlich ein sogenannter Google-Facebook-Kommerz, wo wir kontrolliert werden, wo wir von morgens bis abends nur noch Politiker erleben. So richtig Spaß macht es da halt nicht mehr und deswegen kommt die Idee, so eine Star Wars Geschichte hier, Krieg der Sterne, aufleben zu lassen, eine spaßige Sendung, eine spaßige Geschichte mit spaßigen Leuten, also wirklich Leute, die Lust und Laune haben, sich zu unterhalten, auch vor laufender Kamera, die spontan vorbeikommen und auch, wie gesagt, dann bereit sich erklären, vor der Kamera zu sitzen und irgendwas zu erzählen über Star Wars. Oder halt auch anders, müssen wir mal schauen. Also wie gesagt, im Mai jeden Jahres
Bis 2027 wird das jetzt hier durchgezogen, einen ganzen Mai komplett. Das sind vier lange Samstage, vier lange Wochenende. Das sind vier Sendungen, die dann erscheinen werden jedes Jahr. Und dann ist erstmal wieder Ruhe. Zwischendurch kommen solche Zwischenclips, ist klar. Wenn irgendwo was Neues kommt. Jetzt im Moment ist ruhig, muss noch ein bisschen warten. Es kommen wirklich, diese Woche müsste noch die 40 Jahre Darth Vader Riesen Kartusche da kommen, wo alles anfängt zum Aufbauen. So, wie gesagt, da muss Platz geschaffen werden. Da müssen Vitrinen, wo das... Es soll ja hier was zum Sehen. Zum Sehen und Staunen und Austausch. Sehen, Staunen, Austausch. Und es soll sich ja entwickeln. Das ist ja der erste überhaupt. Also, jetzt momentan ist es nur eine Idee. Ihr habt den Umbau gesehen und so weiter. Ja. Grüße, morgen. Wow, da muss ich doch nochmal anmachen. Ein riesen Fragenkatalog hier via E-Mail, also okay. Eine Sendung ist eine Sendung von Fans für Fans, um das noch einmal zu erklären. An sich nahm ich an, das hätte sich erklärt, dass nur Fans und so weiter, also wirklich Leute, die Spaß an Star Wars haben, die wirklich Spaß haben, auch vor der Kamera das zu sagen, die also hier auch vorbeikommen und hier auch über Star Wars philosophieren. Auch Figuren an- und Verkauf und so weiter. So war das gedacht, so ist es gedacht und wir werden sehen, was der Mai bringt. So, das ist wie gesagt das allerletzte Video im April, was jetzt Star Wars einläutet. Natürlich können auch die kommen, die an dem Tag Geburtstag haben. Natürlich am 25.05. Geburtstag haben und am 25.05.1977 mit ihrem sogenannten Geburtstagsgeschenk dort im Kino waren und seitdem mit ihrem Geburtstag diesen Film verbinden. Gibt es nämlich auch. Genau, so war das gedacht. So, okay, hier zu diesem Raum, zu diesem Shop, zu dieser Firma, zu diesem, okay, das wird eine Ausstellung. Eine Ausstellung, Vitrinen, da kann man sich die Figuren anschauen. Natürlich an sich gedacht für die Kunden, die hier sind, die haben ja auch viele Kinder dabei. Jugendliche dabei, damit die ein bisschen hier gucken können, war das so gedacht, die können sich dann die Star Wars Figuren anschauen, während die Eltern arbeiten, weil hier wie gesagt die PC-Straße ist, wo die Leute arbeiten, wo die Kopierstraße ist, wo die Leute arbeiten und die Studios, wo die Film und Fotos gemacht werden, somit können die Jugendlichen, während die Eltern oder Freunde, je nachdem, jener welche, die da das in Anspruch nehmen, da sitzen, ihre Skripte machen, ihre Bewerbungen machen, die Künstler machen da ihre E-Castings oder andere Sachen. Wie gesagt, das wird alles noch in der Sendung nochmalig erklärt, aber nur am Rande, weil die Sendung startet dann richtig und geht nur um Star Wars. Star Wars Figuren, wieso, weshalb, warum? Viele haben gefragt, habt ihr denn nicht gesehen? Ja, wenn man Step Motion macht, also wenn man den Film anhält und Bild für Bild, natürlich kann man dann plötzlich eine behaarte Hand sehen, fragt man sich auch, wo kommt die her? Weil man in der Öffnung, Episode 4, keinen behaarten Yuki oder Wookie oder keine Ahnung, kein Fremdwesen gesehen, sondern Sturmtruppler, die halt Eroberung und dann kam das wieder und dann kam und kam und kam und so weiter. Wie gesagt, der Fragenkatalog war ja heute regelrecht überwältigend und ich hatte auch kaum Zeit. Ich musste jetzt wirklich warten, bis wieder Ruhe hier reinkehrt, um nochmal so ein Videoclip zu machen. Also, es geht um Figuren von A bis Z. Es geht um die Filme von A bis Z, Episode 1 bis 3. Dann 3, 1 bis 3, dann 4 bis 6 und von 7 bis 9 und dann die Zwischentöne. So, wir vermuten ja alle Han Solo. Wann war es? War der auch so zwischen 3 und 4? Ja, muss ja davor. Vielleicht auch vor 1 und 2. Wir wissen es halt noch nicht, die Story ist noch am Drehen, die sind jetzt in Italien am Drehen und jetzt geht die nächste Crew ins nächste und macht jetzt, wie gesagt, Episode 9. Man merkt auch, dass dieses Jahr der Hype gesenkt wurde zu Rogue One, das war ja am Schweben und Episode 7 war ja auch am Schweben. Episode 8 wird so langsam runtergefahren. Man muss wirklich wühlen, um da irgendwas zu lesen. Man liest zwar, ja, es geht jetzt so langsam los mit 9, 8, wie gesagt, wird da noch geschnitten und so, da passiert ja nicht viel, da wird auch nicht nachgedreht oder so, das ist ja alles in trockenen Tüchern. Ja,
Also nur Rogue One war halt nachgedreht. Rogue One war natürlich ein Hype. Hammer. Der Film war ein Hammer. Das Ganze drumherum war ein Hammer. London war ein Hammer. Also Rogue One ist in die Geschichte eingegangen, wenn auch nur 1 oder 2 Milliarden eingenommen. Darum geht es ja nicht. Also mir ist es egal, wie viel ein Film einnimmt. Da habe ich persönlich gar nichts von. Spaß. Es geht hier um viel Spaß aus Realspaß, real was machen etc. Und real, wie gesagt, wir sind ja auch, und das ist ins Leben gerufen, wer mitmachen möchte. Wer freiwillig mitmachen möchte, kann ja freiwillig mitmachen. Und ist, wie gesagt, herzlich eingeladen. Diejenigen, die am 25.05. geboren waren oder Geburtstag haben und dann an dem Tag im Kino waren, zwischen 16, 17, 18 Jahre alt, das ist genau passend. Das ist das Klientel, was angesprochen wird. Alle Jugendlichen, die zu dem Zeitpunkt 3, 4, 5, 6, das klappt nicht so, können wir auch philosophieren, ist ganz klar. Natürlich können wir auch über 1, 2 und 3 philosophieren, die ab 1999 erst zu Star Wars gestoßen sind, aber 1999 ist ja dann durch die CeBIT 1995 das Internet explodiert und jetzt zu dem geworden, was es jetzt ist. Zwei Feldherren stehen sich gegenüber, einmal Google mit allem drum und dran und einmal Facebook. So, dieses könnt ihr jetzt bei Facebook sehen, bei Facebook kann man sich unterhalten und bei YouTube kann man sich die Filme anschauen, aber wir sind ja nicht die Herren dort, sondern Google ist der Herr und Facebook ist der Herr und die entscheiden, was wir dort unter, rein oder sonst wie einstellen dürfen. Und wenn denen das irgendwie nicht gefällt, dann klappt das halt nicht. Nochmal einen Fernsehsender zu machen, nochmal zurückzuspringen in das Jahr 77, das wird nicht klappen. Man hat also auch die Unterstützung nicht mehr, man hat auch das Vergnügen nicht mehr, in einem Originalkostüm auf einer Messe zu sein, Originalfilmkostüm, wohlgemerkt, und nur zugeschnitten auf die Person, die da reinschlüpfen muss. Und wie gesagt, sowas gibt es alles nicht mehr. Noch einmal zu den gesamten Kulissen. Man muss bedenken, dass es früher sehr viel Geld gekostet hat. Man hatte nicht so viel Geld. Und es macht aber unheimlich viel Spaß, die Herausforderung anzunehmen, so wie ich es auch mache. Mit wenig Geld irgendwie versuchen, dieses ins Leben zu rufen. So, es gibt viel bessere Vereine. Es gibt so viele. Ist klar, keiner ist hier darauf angewiesen, um Gottes Willen. Das ist meiner einer, der das jetzt versucht, mit euch zu generieren. Im Fernsehen klappt es ja, bei YouTube und bei Facebook. Real ist das halt noch nicht so. Real kostet ein Vermögen. Die ganzen Vitrinen, dann die Ecken aussuchen, wo die Vitrinen dann stehen werden, die Beleuchtung, dann die ausgewählten Figuren, die auch nicht so pünktlich hier eintreffen, weil sie halt immer noch nicht geliefert oder noch nicht lieferbar, sondern nur in der Vorbestellung. In der Vorbestellung wartet man manchmal bis zu einem halben, wenn man Pech hat, bis zu einem Jahr, bis die Ware dann hier eintrudelt. Also so einfach wird es nicht. Aber im Jahr 2027, wo alles zu Ende sein soll, mit dem großen 50-jährigen Fete-Feiern hier vor Ort, mit allem drum und dran. Wie gesagt, wir starten jetzt nach dem 4. Es kommt ja der 6., ist der erste Samstag im Mai. Am ersten Samstag im Mai wollen wir dann schon mal was vorbereiten, machen hier Stammtisch und so weiter. Und jeder ist ja recht herzlich eingeladen. Wie gesagt, so, die Welt ist nicht Star Wars verrückt. Es gibt zwar 1-2%, die Star Wars regelrecht verrückt sind und total begeistert. Und jeder im Verein weiß, so viele rücken dort auch nicht nach. So, und hier soll ja nichts verkauft werden. Ihr könnt kaufen bei Amazon, wie sie alle heißen. Hier soll Spaß sein, Freude sein, sich austauschen. Wie gesagt, es geht um die Sendung. Es geht an sich nur um die Sendung. Wer Lust hat, an der Sendung teilzuhaben, wer Lust hat, mit der Sendung mitzumachen, wer Lust hat zu sagen, hey, bin Star Wars Fan, schau mal, welche Sachen ich habe. Und dann wird darüber gesprochen. Und so weiter. Und in 10 Jahren machen wir dann die Wahnsinns-Convention, wo alle dann mit ihren eigenen Kostümen und so weiter und sie selber natürlich dann die sogenannten Stars sind von Star Wars. So. Dann haben also die Ältesten von uns dann das richtige Alter, knapp 60, 70, 80 Jahre alt. Das passt dann auch wieder. Und die Stars, die Superstars, machen ja ihre Convention und sind natürlich dann auch 10 Jahre älter. Dann will auch Mark Hamill 70 sein. Harrison Ford 85 und ja,
George Lucas auch um die 85. Also meiner einer wird dann auch kurz die 70 sehen, wenn er Glück hat. Also, wie gesagt, wir haben jetzt 10 Jahre Zeit, eine Sendung auf den Weg zu bringen über die Figuren etc. pp. Und schüttet doch nicht einen hier so voll. Also ich will hoffen, dass ich jetzt alle Fragen beantwortet habe. Es geht halt, wie gesagt, rund um den Spaß. Und hier wird allen, die da mitmachen, das zur Verfügung gestellt, hieraus was zu machen. Für sich, ihr könnt auch hier eure Sachen kummeln, verkaufen, darbieten. Ist aber auch kein Thema, ist doch alles da. Wir können auch, so wie die Gamer, Games World da, sowas machen, Star Wars World, alles machbar. Ihr müsst es nur sagen, also im Moment wird man nur gelöchert. Ich hoffe, dass ich jetzt diese Löcherfragen stopfen konnte. Also wie gesagt, ihr seid willkommen, jeder von euch, real, auch virtuell, und die besten Fans, die nicht vorbeikommen, werden eingeblendet. Hallöchen. Hallo. So, da bin ich nochmal, weil viele heute schon nachgefragt haben. Einige haben das Video nicht gesehen, aber die Schaufenster. Im Schaufenster ist ja nun mal die Reklame, dass hier umgebaut worden ist. Und jetzt kann man das halt bei YouTube, im YouTube-Kanal Ultra HD Web TV, im Sondersender NRW TV, es sehen. Also wir müssen nochmal ausholen. Also Cosplay aller Richtungen möglich, nur keine Zombies, weil Zombie Nation ist irgendwie, nein. Okay, ihr könnt von mir als Batman, Joker, Spider-Man oder Hulk oder Thor, egal, so in dem Dreh, oder The Ghostbusters, also in dem Dreh, und natürlich, gut, Star Wars, Fanbase, also Star Wars Fan to Fanbase, das ist also Fans, das sind Fans, sind also keine beruflichen, es geht auch nicht ums Geld, es geht darum, Spaß zu haben. Und da jeder für sich selbst sein Geld ausgibt, aber nicht alles haben kann, wie Drehorte, wie Kameraleute, wie Kameras selber, das kostet alles horrendes Geld, wenn man es richtig machen möchte. Auch so ein Green Screen. Wie gesagt, wenn sich viele treffen, also wenn viele mitmachen, weil der 6. Mai, der erste Samstag im Mai, also der erste Samstag im Mai ist offen, der ganze Mai ist offen, außer Sonntags. Sonntags kann man, wenn viele mitmachen, wenn viele Lust haben, und auch, kein Thema, können wir uns dann vorher treffen, uns unterhalten und dann wird hier gedreht. So, dann wird das hier alles wieder weg, dann wird hier alles gemacht, damit man hier drehen kann, aber es gibt hier einige andere Drehorte hier noch, wo wir arbeiten können. Wir haben noch einen riesengroßen Green Room, der natürlich voll dann ausgeleuchtet werden muss. Hier ist alles spezifiziert für den Schnellschuss. Das heißt, reinkommen, mit Kluft oder eben umziehen, dann hier hin, zack, zack, Fotos machen, diese Fotos dann einarbeiten oder im Rohling auf einem Datenträger für zu Hause, für die, die da selber Hand anlegen wollen, ist da alles möglich. Okay, das bisschen würde kosten, aber nicht viel. Wenn wir zusammenarbeiten, irgendwas machen, weil viele heute gefragt haben, die selber Filme drehen möchten. Wenn das, wie gesagt, alles im Rahmen des Möglichen ist, wo man nicht selber 300, 500 oder 1000 Euro ausgeben muss, um dahin zu kommen, für 3, 4, 5 oder 10 Minuten drehen, weil da irgendwie, nee, das geht nicht. Also wie gesagt, hier vor Ort wird alles zur Verfügung gestellt, ihr müsst schon hier hinkommen, und wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Fotos haben wollt, im untersten Bereich, das ist überhaupt kein Thema, da sprechen wir um höchstens 5 Euro oder so. Das kann sich jeder leisten, 5 Euro, dann bekommt er, oder 6,50 Euro digital. 6,50 Euro digital, und dann ist alles da drauf, alle Rohlinks und so weiter. Und wenn da noch Zeit wäre, könnte man dann obendrein noch schneiden und den Schnitt konvertieren und dann auch mitnehmen. Dann kommt aber immer auf die Zeit an. Ja? Also wir zeichnen auf, wir überspielen etc., wir sind für euch da, und wir haben es beruflich, wir machen es beruflich, und deswegen können wir dieses anbieten, weil wir haben es ja sowieso da, wir müssen es nicht besorgen oder so. Viele Cosplayer haben kein Team, die brauchen ein Team, oder sie haben ein Team, aber sie haben den Rest nicht. So, dieses hier zum Beispiel eine Steadicam, mit der könnte ich jetzt hier rumwackeln, oder das Bild wird immer gleich bleiben, zum Beispiel.
So, wie gesagt, noch einmal, die drei Herrschaften sind Cosplay, gehören zu Cosplay, Star Wars, Old Republic. Außer Kylo, da muss ich hin, außer Kylo, der war falsch. Das ist einer von Ritterrell. Das ist Kylo. So, das ist Kylo, da muss noch der Helm drauf, den muss ich jetzt auch in meinen besorgen, damit der Kylo wieder Kylo ist. Ja, also, no, also die Green seht ihr ja. Und also, das sieht auch hier demnächst aus. Das hier soll eine Halle werden. Also eine Halle, ich weiß nicht, ob ihr noch die Rumbishalle von Sega kennt, mit den ganzen Monitoren und so. Daran wird gearbeitet. Das dauert, das wird, es kommen die, es wurde vorhin gefragt, ja, die kommen auch. Glaseinheiten, Glasvitrinen, Leuchteinheiten. Das kommt alles. Das soll ja eine Ausstellung werden. Ja, ihr sollt kommen, sehen und dann können wir auch gucken, ob wir an die Figur herankommen, die ihr so wünscht. Ja, einige wünschen sich Figuren, die es mal eben hier nicht so gibt. Und da muss man Wege finden, um an diese Figur zu kommen. Es gibt natürlich auch Händler, die Kreditierungen anbieten, wo man im Kredit halt so eine teure Figur zwischen 5 bis 1000 Euro im Kreditrahmen kaufen kann. Muss man aber eine spezielle Kreditkarte haben und dann immer jeden Monat abbezahlen. Und so weiter, sowas gibt es auch. Es gibt so Firmen. Ich habe mich heute mal schlau gemacht, weil viele nachgefragt haben, wie komme ich zum Beispiel an eine Figur, die kommt aus China oder sie kommt aus Amerika, wie komme ich jetzt da dran? Gut, wir bemühen uns, diese Fragen zu beantworten. Wir bemühen uns auch, diese Figuren zu bekommen. Ist nicht so ein leichter Weg, an diese super teuren Hot Toys oder Sideshow-Figuren zu kommen. Das möchte ich einfach nochmal am Weg sagen. Es war heute wieder viel los hier. Wir haben auch ein bisschen Überlänge. Jetzt muss ich mich sputen. Das war jetzt nur gesagt, weil, wie gesagt, viele gefragt haben, hör mal, was wird denn hier? Also noch einmal, wer dieses Video durch Zufall sieht, samstags ist Cosplay Time, samstags ist hier offen, ist ein, ne? Wir sind ein Medien- und Copyhouse, hier geht alles, auch Figuren und das alles. Wir können im Marvel-Bereich, wir können im DC-Bereich, aber Überschrift Star Wars Krieg der Sterne als Überschrift. Das Ganze kriegen wir schon irgendwie zustande. Mir wurden gerade Bilder gezeigt von Batman, von Spider-Man und auch vom Joker, vom neuen Joker aus dem neuen DC-Bereich und so weiter. Auch den alten Joker, den gibt es ja auch, aber jetzt hier mehr auf neu. Ne? Nur die Zombie-Nation-Geschichte, Death of Thrones, nee, das nicht. Etwas muss man ja, man kann nicht alles. Alles geht nicht, ja, ich weiß. Im Freakshow-Bereich könnten wir alles machen. Freakshows und Horror und Blut und das Ganze, nee, das ist zu viel Arbeit, das ist zu viel Arbeit. Dann, der Spaß wäre dann weg, weil die Kunden damit nicht klarkommen. Deswegen müssen wir, also die haben ja schon Probleme mit den drei da. Na, und wenn ich dann hier noch Zombies hin, Z-Nation mit Kopf abhacken, nee, kommen die nicht klar mit. Das muss leider außen vor, das können andere machen. Ja, ich bleibe bei meinem Star Wars und ja, den Rest machen wir dann, wenn ihr Lust und Laune habt. Um jedes Missverständnis aus dem Weg zu räumen, meine lieben Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kunden und Facebooker und so weiter. Also noch einmal, wenn ihr uns, mich auch fragt, ob, ja, dann natürlich, aber dann wäre das Auftragsarbeit. Wir müssen etwas unterscheiden, weil ich hätte jetzt hier gerade einige Anfragen. Also Auftragsarbeit, wenn wir beauftragt werden als Crew oder ich, soll euch helfen, kein Thema, aber das kostet, das geht nicht. Wenn wir zu einem Verein würden, wenn wir zu einem Club würden, wenn wir also einen Club auf den Weg bringen können oder einen Verein auf den Weg bringen können, also mit mehreren, das ist kein Thema, dann kann man sagen, okay, machen wir im Rahmen des Vereins, im Rahmen des Clubs. Aber Fremde, die hier reinkommen und fragen, hör mal, du machst doch, natürlich, hör mal, du, ich mache, ist aber auch kein Thema, natürlich mache ich, aber das kostet, weil das hier ist eine Firma. Wer uns also haben möchte zum Aufzeichnen, wer uns also haben möchte
um zu gestalten. Wer uns haben möchte mit Equipment, wer uns haben möchte mit den Figuren. Egal, das ist Auftragsarbeit, das ist unser normaler Beruf. Also unser normaler Beruf bitte nicht mischen, einige mischen das. Das geht nicht. Also es kann, also der Hauptberuf, der ist, sagt das Wort, der muss bezahlt werden. Und genau das, darum geht es. Dieses Star Wars Fan-to-Fan-Base, das ist so eine Geschichte für sich selber. Darüber können wir sprechen, darüber können wir handeln. Das ist kein Thema, das kriegen wir schon hin. Ja, das ist so eine Art soziales, so eine Art soziales Netzwerk, wo Cosplayer, Künstler aus allen Sparten, junge Leute, die noch nicht alles zusammen haben, die schnuppern wollen. Das ist okay. Das ist aber im Rahmen des Vereins, des Clubs oder im Rahmen dessen, wo kein Geld fließt. Ja, da muss eine Hand die andere waschen, das Helfen, ja, das ist okay. Also es ist wichtig, dass das nochmal gesagt wird, wenn es auch am Ende erscheint. Vielleicht mache ich einen separaten Clip daraus. Das geht leider nicht. Aufzeichnung, daraus einen Film zu machen. Das Kino kann gemietet werden, wie gesagt, für einen 5er oder einen 10er pro Person, je nachdem wie viele Leute kommen. Es kann sogar, letztens war es für 3 Euro, also waren fast 1600 Leute da. Da ist es nachher für jeden 3 Euro nur gekostet. Die Saalmiete sozusagen, das ist die Kinomiete und dann war das okay. Ja, das ist dann im sozialen Gebinde, das ist die soziale Sache, das ist okay, das ist dieses sogenannte Fan-to-Fan-Base, aber Oberbegriff Krieg der Sterne, Star Wars. Ja? Vielleicht nehmen wir auch das deutsche Krieg der Sterne, mal sehen. Dann lassen wir das Star Wars weg, sondern Krieg der Sterne. Da kann man dann alles, oder DC, Comics, Comic-Fanbase, aber Comic, das ist zu dehnbar. Ja? Also überwiegend ist dann plötzlich Z-Nation, Zombie, ne, und so, das ist so eine Sache, nee, wir wollen also DC, Marvel, überwiegend Star Wars. Star Wars primär und alles andere sekundär bauen wir dann mit ein. Ja, ich habe nämlich sehr viele, die schon auch Assassins, ja, die Assassins haben wollen, die Kluft von Assassins haben wollen, ja, das geht natürlich auch, das ist okay. Wer also akrobatisch drauf ist, ist überhaupt kein Thema. Noch einmal, ist alles da, auch Steadicams, wo nichts, wo alles schön bleibt, wo wir rennen können, alles bleibt so, wie es ist. Alles da, alles ist okay. Können wir machen. Ist überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, da müssen wir schauen. Nicht, ne? Also, Star Wars macht Spaß. Eine Sendung zu machen macht Spaß. Über da sprechen und so weiter. Okay, damit wir schauen. Also, die Anfragen waren riesig, deswegen bin ich jetzt in Pressur. Ich mache jetzt Feierabend. Wir erleben uns, wie gesagt, noch einmal wiederhole ich mich nicht. Schaut euch die Clips an, die sind da und ihr könnt da reinspringen und vor- und zurückspulen. Ihr müsst das Ganze nicht angucken, um Gottes Willen. Aber das musste noch gesagt werden. Ne? Also, umsonst geht es nicht, beruflich, nein. Freizeitlich, hobbymäßig können wir uns so unterhalten, dann können wir das mischen, aber. Ne, wenn ihr unbedingt was haben wollt, wenn ihr Aufnahmen haben wollt, wenn ihr ne, so, wenn ihr im Rahmen, wenn es im Rahmen ist, Hand, ne, Win-Win Situation oder Hand, dann ist das okay, okay? The captain says you are a friend. I will not kill you.